und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute hier wieder ein Testvideo für euch, wo ich in meiner Kiste der Schande gewühlt habe. Das ist meine Kiste, in der ich immer Produkte aufbewahre, die ich noch nicht getestet habe und dann dementsprechend auf den richtigen Zeitpunkt warte, sie auszuprobieren, damit sie dann in meine Sammlung wandern können. Denn ich versuche tatsächlich, möglichst nur Produkte in meine Sammlung zu lassen, die ich vorher getestet habe. Es sei denn, ich kaufe mir vielleicht eine andere Farbe von einem Produkt oder so, wo ich mir schon sicher bin, dass es gut ist. Manchmal teste ich das dann zwar trotzdem nochmal, aber eher seltener. So, heute habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11? 11 Produkte, die wir zusammen testen werden in meinem Format Hashtag ungetestet. Und ich freue mich sehr, sehr doll. Ich weiß, dass diese Videos nicht so gut geklickt werden wie andere Videos, aber es haben immer alle sehr viel Spaß damit und ich habe immer sehr viel Freude, die Kommentare unter diesen Videos zu lesen und ich habe auch Freude, diese Videos zu drehen. Ich bin gespannt, was für ein Look heute entstehen wird, der auf uns wartet. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde wie immer frei entscheiden, ganz spontan. Ich drehe jetzt auch das erste Mal nach 9 Tagen, 10 Tagen. Wieder hier mit Gesicht, irgendwie fühlt sich das an, als hätte ich das Ewigkeiten nicht gemacht. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Komisch, oder? Also wie schnell das dann geht. Ich drehe ja gerade ganz viel vor, auch für den Umzug. Der ist tatsächlich in ein paar Tagen. Und das hier wird eines der letzten Videos sein, die vorher entstehen hier noch. Aufregend. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Hoffe auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und wir legen direkt los. Ich habe meine Base schon drauf. Ich habe einen Primer aufgetragen, weil ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden habe mehr in meiner Kiste. Hier ist der Primer, den ich benutzt habe. Fit Me Luminous and Smooth Primer von Maybelline. Den habe ich benutzt und ich habe nämlich eigentlich fast schon gefühlt mein ganzes Make-up eingepackt. Ich habe nicht mehr viel hier, außer die Kiste der Schande. Und habe hier noch von Rival de Dupe wieder das Make-up Mousse aufgetragen, was aus der Limited Edition war. Wir machen auch direkt weiter mit Concealer. Da habe ich einen hier von Nee. Nee Make-up ist das Make-up, was ihr bei Dalton kaufen könnt. Also Nee wird über Dalton vertrieben. Und das ist jetzt hier der Weightless Liquid Concealer in der Farbe NN0. Und ich dachte mir, ich habe nämlich hier so hormonell bedingt gerade eine nicht so tolle Haut. Und werde jetzt einfach mal schauen, ob wir da noch ein bisschen mehr Deckkraft reinkriegen. Der sieht schön hell aus. Eigentlich sollte man diese Stellen ja nicht unbedingt aufhellen, sondern eher in seiner Nuance haben. Aber mal sehen. Ich werde auf jeden Fall trotzdem ein bisschen was an meinen Augen aufgeben. Ich bin ja immer auf der Suche nach guten, schönen, leichten Concealern, die zu meiner Hautfarbe passen. Und nirgendwo reinkriechen und so. Genau. Und dann gebe ich hier noch ein bisschen was auf. Hier noch ein bisschen was auf. Und den Rest blende ich irgendwie dann noch mit rein. Und hier noch ein bisschen. Concealer bin ich ja eigentlich sonst recht festgefahren, was ich da benutze, weil ich ja immer meinen von Essence benutze. Aber wir schauen mal. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr camouflageig, also eher auch eine deckendere, festere Konsistenz. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt gleich anfühlt, auch an den Augen. Aber ihr seht schon, es lässt sich fast gar nicht mehr ausblenden. Man muss also mit dem recht schnell arbeiten. Der ist auch eher halt fester, trockener in der Konsistenz. Das sind oft Concealer, die halt dann eine sehr hohe Deckkraft auch haben, die dann so schnell anziehen. Hält auf jeden Fall sehr schön auf, hat aber auch gut an den Stellen jetzt funktioniert, die mitten in meinem Gesicht sind und dementsprechend sich besser mit der Base unten drunter noch verblenden lassen mussten. Ich blende jetzt einfach die Reste am Blender jetzt auch nochmal hier so, ne, um meine Nase rum und einfach nochmal so ein bisschen über die Stellen, wo ich den aufgetragen habe. Hier ist halt so, da habe ich halt so eine richtige, so eine Kruste, wisst ihr, weil ich das eventuell aufgekratzt habe, was man nie tun sollte, aber niemand ist perfekt. Und hier kriege ich so einen riesigen Pickel, wisst ihr, so einer, der unter der Haut ist und so mega weh tut und rot ist. Ich lasse das jetzt einfach auch mal kurz antrocknen
und blende das dann nochmal aus und schau mal, wie gut ja, der diesen großen Pickel abdecken kann. Und werde dann danach von Action mein Berry Sweet Powder aufgeben. Das ist das in Scented Strawberry. Ich würde sagen, der Concealer hat alles ganz gut abgedeckt. Also ich sehe viel ausgeebneter aus als vorher, würde ich sagen, von der Helligkeit. So klar, hier sowas, das kann ein Concealer nicht richtig abdecken, außer man arbeitet wirklich mit so einer sehr pastigen Konsistenz, also so sehr, sehr pastig und fest. Und selbst dann sind solche Sachen mit so trockenen Stellen, die sieht man dann einfach immer. Ansonsten, ja, ich bin zufrieden, wie ich jetzt aussehe. Es sieht natürlich aber schon jetzt sehr flach aus. Und deswegen geht es weiter mit Bronzer. Da habe ich jetzt den hier aus der Essence und Catrice Villains Limited Edition. Das ist der Ursula Bronzer, beziehungsweise steht Maxi Blusher drauf. Ich finde aber, das hier ist schon ein Bronzer, ne? Bronzer mit Highlighter drin. Vielleicht ist das auch ein Blush, wenn euer Hautton dafür perfekt ist. Könnte natürlich auch sein. Das sieht schon sehr aufwärmend aus. So, und ist auch nicht sehr stark pigmentiert. Kann mir also vorstellen, dass es gut als Bronzer funktioniert. Ich schau mal. Ich gebe den jetzt einfach mal auf mein Gesicht auf und werde mal gucken. Ich benutze dafür den Letizia Lemak und Maxime Giacomo Pinsel. Das ist die Nummer, keine Ahnung, 1. Also, mir gefällt der Bronzerteil ziemlich gut. Es funktioniert ganz gut für mich. Ich war erst ein bisschen unsicher, weil es schon sehr orange-warm ist und das eigentlich nicht so der Ton ist, der gut für mich funktioniert in meinem Gesicht. Aber ich bin doch überrascht. Er ist aber schon sehr zart, was für mich natürlich gut ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen vielleicht so ein bisschen schwierig war, den auch zu benutzen. Aber er lässt sich auch aufbauen, also ich finde, es ist ein sehr schönes Produkt, aber es ist schon sehr zart jetzt auch aufgegeben. Ich habe versucht, den Highlighter-Ton auszusparen und ich nutze jetzt nochmal diesen großen Flüffelpinsel von Evelyn und gebe das auch nochmal über mein Gesicht an der Stirn und so auf. Ah, okay, gut. Hier sieht man jetzt, dass es vielleicht dann doch nicht so der perfekte Ton für mich ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber vielleicht nicht so die richtige Nuance für mich. Sieht dann doch jetzt ein bisschen sehr rot-orange aus. Ich verteile es trotzdem einfach nochmal hier so ein bisschen lang und werde jetzt einfach mit dem Blusher nochmal nacharbeiten, dass er, ja, farbtechnisch, dass mir vielleicht hoffentlich ein bisschen besser gefällt noch. Und zwar habe ich einen von Revolution hier. Das ist die Farbe Rhubarb and Custard von den Blusher Reloaded. Davon habe ich schon einige und eigentlich brauche ich den nicht wirklich testen, weil ich weiß, dass ich die sehr gerne mag. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, vielleicht passt das ja auch zu dem Look jetzt ganz gut und lag halt noch in der Kiste. Deswegen tragen wir den jetzt einfach auf. Ich mag das ganz gerne. Die haben so eine gebackene Textur und die sind so matt satiniert, also nicht richtig satiniert, schon eher auf der sehr matten Seite, aber sie haben irgendwie noch so eine Lebendigkeit drin. Ich kann das ganz schwer erklären, vielleicht seht ihr das, wenn ich das gleich auf dem Gesicht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der ist wirklich, also da ist kein Schimmer, kein Glitzer, kein gar nichts drin. Das ist ein matter Blush, aber jedes Mal, wenn ich die aufgebe, ich finde einfach, es sieht so lebendig aus irgendwie. Also sonst bin ich ja eher selten eine Nutzerin von matten Blushes. Aber die mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die kosten 3,99 Euro. Und es gibt die auch in manchen Farben im Rossmann. Ansonsten könnt ihr die natürlich auch bei Revolution bestellen. Da habe ich die meistens bestellt. Oder eben auch bei Cosmetic for Less. Da gilt ja auch mein Rabattcode immer auf Revolution. Bronzer und Blush zusammen jetzt finde ich mega hübsch. Also ich war mir jetzt unsicher mit dem Bronzer, ob der bleiben darf, aber wenn man so in der Farbfamilie so ein bisschen abgeändert noch einen Blush drüber gibt, finde ich das Gesamtbild wieder sehr schön. Ich habe jetzt gerade nochmal das Licht umgestellt. Leider habe ich hier gerade im Studio extreme Probleme mit dem Licht. So seht ihr jetzt alles nochmal hoffentlich ein bisschen besser in meinem Gesicht, ohne dass es diese starke Überbelichtung gibt. Ach, aber es ist ja nicht mehr lange.
Es ist nicht mehr lange. So, das ist jetzt erstmal das Gesicht. Machen noch schnell Highlighter. Da habe ich diese schöne Palette hier. Das ist die Essence Princess Palette von Rapunzel. Das war die erste Disney Princess Kollektion und ich habe alle Paletten. Ich habe die aus dem Trashy genommen. Hier sind Highlighter drin. Und ich würde sagen, ich mische 80% hiervon und 20% hiervon. Wir haben also sowas sehr Silbriges und einmal so dieses Peachy Rosé Gold. Finde ich immer total schön zusammen. Das müsste ja jetzt ganz gut passen, denke ich. Und ich glaube, die Kollektion war von 2018. Und das sind Highlighter von Essence von 2018. Das finde ich unfassbar eigentlich. Weil man immer denkt, so, ja, in den letzten 2-3 Jahren ist die Drogerie besser geworden. Und dann sieht man das und man weiß, nein, das ist auf jeden Fall schon länger so, dass die Drogerie viel, viel kann und immer so ein bisschen unterschätzt wurde, habe ich das Gefühl. Also auch die, sehr, sehr hübsch. Auch die werde ich behalten. Ach, ich freue mich halt immer, wenn diese Testvideos auch so gut ausgehen, weil immerhin habe ich ja für die meisten Sachen logischerweise. Ich habe jetzt hier auch noch 2 PR-Produkte. Da kommen wir als nächstes zu. Die wandern dann nämlich auch rein, wenn ich die testen möchte. Meistens ist es natürlich aber so, dass ich mein Geld ja selber investiere und natürlich möchte ich, dass die Produkte auch gut funktionieren. Es geht weiter mit Dominic Cosmetics. Da habe ich 2 Produkte zugeschickt bekommen von Purish. Und Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch das sehen, die das auch betrifft. Aber ihr habt mich so sehr unterstützt mit diesem Birthday Sale bei Purish. Ich bin euch so unendlich dankbar. Ich habe das meinem Mann erzählt. Der konnte es auch gar nicht glauben. Also wir waren sowas von... Danke an jeden Einzelnen, der an mich denkt, wenn ihr bei Purish bestellt und euch für meinen Rabattcode entscheidet oder auf meinen Link klickt und darüber etwas kauft. Es unterstützt mich so, so sehr. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, wie erleichtert und überrascht und glücklich ich war, das zu sehen, wie viele von euch mich da unterstützt haben, auch jetzt den Umzug stemmen zu können und so weiter. Und es hilft mir natürlich auch so immer mit meiner Arbeit. Es ist eine enorme Wertschätzung. Ich danke jedem Einzelnen dafür, der sich dafür entschieden hat und sich auch in Zukunft dafür entscheiden wird. Also mein Rabattcode von Purish ist immer Daisy15, es sei denn, es gibt so Sonderaktionen. Und ja, danke. Ich kann nur Danke sagen. Vor allem weiß ich auch, es gibt ja ab und zu auch höhere Rabattcodes als meinen eigenen. Und wenn sich dann trotzdem jemand dafür entscheidet, meinen zu nehmen stattdessen, um mich noch zu unterstützen. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, außer Danke. Ich habe auf jeden Fall jetzt von Dominic Cosmetics zugeschickt bekommen. 2 Produkte. Es gibt nämlich neue Augenbrauenprodukte. Ich habe allerdings nicht meine Farbe zugeschickt bekommen, weil in der Liste bei Purish irgendwie noch hinterlegt ist, dass meine blonden Haare da hinterlegt sind, auch wenn das ja wirklich schon lange nicht mehr so ist. Habe dementsprechend jetzt von diesem Brow Frame die Farbe Taub zugeschickt bekommen, was halt ja 0,0% meine Farbe ist. Deswegen werde ich das jetzt nur vorne so ein bisschen auffüllen. Das ist ganz cool, dass man eben auch hier, ne, so einen Anspitzer hinten dran hat und der Spoolie ist hinten drin. Also das ist irgendwie 2 in 1, so wie ich das verstanden habe. Ah, ich verstehe. Hier sind so kleine Lücken drin. So sieht der Augenbrauenstift aus. Also richtig krass. Der läuft so spitz zu. Und dann hat man halt hier so Lücken drin. Also in diesen Lücken quasi. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, damit kann man richtig, richtig gut so einzelne Härchen zeichnen. Und das probieren wir auf jeden Fall gleich, auch wenn es nicht meine Farbe ist. Es gibt noch die Farbe Warm Café. Und das ist halt so ein Rotbraun. Ich weiß nicht, ob mir das rot genug ist, aber vielleicht schaue ich mir das nochmal an, wenn mir der jetzt hier gleich gut gefällt. Und dann ist was, worüber ich mich sehr freue, nämlich ein Augenbrauengel. Das ist auch dieses Brow Blowout Shaping Gel.
Und ich liebe ja Augenbrauengel, was gut hält. Wir haben so ein kleines Bürstchen. Ich fange erstmal mit der Farbe an. Irgendwie ist es auch ziemlich seltsam, dass man halt den Spoolie auch so reintun kann. Aber jetzt dachte ich gerade so, kann man den so? Nee, kann man nicht. Den muss man immer wieder so reintun. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Auf der anderen Seite sieht es dann vielleicht auch nicht immer so gammelig aus. Okay, machen wir mal weiter. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel machen, weil ich finde, wenn ich die falsche Farbe benutze in den ganzen Augenbrauen, dann fällt es auf jeden Fall schon auf. Puh, aber das hat voll die schöne Form. Man kann halt den so halten und wirklich so Striche zeichnen, weil es dadurch, dass es so flach ist und durch diese Plastikseite halt wirklich gerade Striche zeichnet. Man kann ihn aber auch halt umdrehen und wenn man den so dreht, kann man halt wirklich so hier so diesen Bogen oben voll einfach nachzeichnen. Dann nehme ich jetzt mal den Mini-Spoolie. Ich glaube, dass ich das nicht so cool finde, weil es ja wirklich schon sehr klein in der Hand ist. Vielleicht bin ich auch nur einfach zu blöd, das gerade zu begreifen, wie man das zu benutzen hat. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und jetzt nehmen wir das Augenbrauen-Gel. Und ich mag ja gerne so diesen Feathered-Effekt, wenn das dann so nicht verklebt und so total schön definiert ist. Und vor allem, wenn es auch gut hält. Ich möchte aber nicht, dass es zu schwer aussieht. Wisst ihr, ich will, dass es gut hält, aber ich will nicht, dass es aussieht, als hätte ich mir wirklich so Kleber in die Augenbrauen gemacht. Schauen wir mal. Wenn man eigentlich kein Augenbrauengel braucht, weil die immer schön in Form bleiben, dann versteht man, glaube ich, nicht, warum man viel Geld dafür ausgeben sollte. Bei mir ist es aber so, ich habe mit manchen Augenbrauengelen das einfach, dann denke ich mir so, ja, dann kann ich es auch lassen, eins zu benutzen. Ich brauche das schon, dass es wirklich schön in Form gehalten ist, weil sonst hängen so ein paar Härchen bei mir immer so runter und dann sieht meine Form nicht mehr so schön aus. Ich komme jetzt mal näher, damit ihr das vorher nachher gut erkennen könnt. Und ich finde, meine Augenbraue sieht jetzt super natürlich aus, super schön definiert. Beim Augenbrauenstift finde ich das auf jeden Fall toll mit dieser Form. Und weil man die auch immer wieder durch diesen... Man steckt das hier rein und bricht das dann wahrscheinlich einfach an der Stelle ab, würde ich mal vermuten, dass es immer diese schöne scharfe Kante gibt. Das Ergebnis gefällt mir jetzt wirklich richtig gut. Ich glaube, mit noch einer passenderen Farbe würde es noch ein bisschen besser aussehen, aber ich muss sagen, es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Ich finde aber auch, dass die Taubfarbe nicht wirklich taub ist. Sie ist schon recht warm. Vorher muss ich aber kurz noch zum Concealer, wie gesagt, sagen, dass ich mir... Ja, dass ich mir das gut vorstellen kann, den nochmal zu verwenden. Ist aber auf jeden Fall nicht mein Lieblingsconcealer, den ich jemals ausprobiert habe. Das Ergebnis so jetzt mit allem, auch wenn so das Gesicht jetzt so erstmal fertig ist. Ich werde nochmal kurz Dings aufgeben. Ich habe jetzt noch von How Cosmetics das Indigo Child, was ich nochmal drüber sprühen werde. Einfach als Setting Spray. Werde ich jetzt gleich auch noch mit meinem Schwämmchen einarbeiten und ich muss sagen, wie gesagt, dann gefällt es mir gut. Ich muss den Concealer aber noch mal ein bisschen mehr testen, hat jetzt kein Wow-Erlebnis bei mir ausgelöst. Weiter geht's mit Lidschatten und dieser Palette hier. Das ist von Urban Decay, die Naked Palette mit Robin Eisenberg und das Ganze sieht von innen so aus. Habe ich mal gekauft bei Parfüm Dreams. Das ist einfach so hübsch. Ich benutze einfach auch mal den Pinsel, der enthalten ist. Und ich will, glaube ich, gar nichts so Kompliziertes heute machen. Ich nutze als erstes einmal diesen Ton hier. Das ist einfach so ein schönes, mittelwarmes Braun. Obwohl, so warm ist es gar nicht. Es ist so ein neutrales Mittelbraun und werde es einfach mal ausblenden an meinem äußeren Lid, an meiner Lidfalte und so weiter und werde es dann nochmal vertiefen mit Fox Fire, das ist der dunkelste Rotbraunton in der Palette und dann machen wir weiter mit Schimmertönen und ich glaube, da halte ich es heute jetzt auch jetzt nicht so kompliziert, weil die Farben an sich halt selbst schon so viel hermachen, also das sind so schöne funkelnde Pigmente. Ich bin ja persönlich gar kein Fan von diesen länglichen Fändchen
Aber wenn die Farben stimmen, dann ist das auch okay für mich. Das habe ich auch schon oft mal gesagt. Und mich spricht halt vor allem dieser Schimmerton extrem an. Ich finde den super schön. Und ich glaube, ich werde jetzt den nehmen und den mit dem Gold kombinieren heute. Und trage dann dementsprechend erstmal den dunkleren Ton, die Farbe Space Pot, außen so ein bisschen auf. Schaut mal, wie schön der ist. Da sind so schöne Schimmerpartikel enthalten. Das funkelt so, so schön. Ich habe es jetzt auch mal ohne Glitterprimer versucht, damit ich weiß, wie ich in Zukunft damit umzugehen habe. Und es hat sehr gut funktioniert. Das war jetzt ja auch nur mit dem Finger. Wie gesagt, ich hatte heute einfach Lust auf einen simplen Look und es gefällt mir einfach super gut. Jetzt werde ich nochmal einen schwarzen Eyeliner-Strich ziehen und dann geht's weiter mit der Mascara. Und für meinen Eyeliner nutze ich in letzter Zeit immer den Tattoo Liner Ink Pen von Maybelline. Der hat so eine Pinsel. Also das sind ganz viele kleine Härchen und die laufen halt so spitz zu, als wenn man mit einem Pinsel malen würde. Kein Filztipp. Und eigentlich war ich nie ein Fan davon. Ich werfe den schon weg. Aber der ist einfach super schwarz und hält mega lange. Den mag ich sehr gerne. Und jetzt geht es weiter mit Mascara. Ich habe zwei verschiedene Mascaras hier. Einmal habe ich die Unbeatable Mascara von Reval Loves Me. Die mag ich auch in der regulären Variante sehr gerne. Und jetzt habe ich die hier in Blau. Die werde ich für meine oberen Wimpern heute benutzen. Also blaue Mascara zu diesem blauen Look. Und unten habe ich von Physicians Formula den Organic Wear. Diese fancy Mascara hier. Ich zeige euch erstmal die. Die hat auch ein Gummibürstchen, so ein sehr, sehr dickes Gummibürstchen. Und damit komme ich ja persönlich immer am besten klar. Ich muss sie dann natürlich auch nochmal testen, wie das dann an meinen oberen Wimpern funktioniert, weil ich habe jetzt keine Mascaras, die nur für unten sind für mich. Ich nutze meine Mascaras immer an beiden Wimperngrenzen, oben und unten. Und das sieht aber auf jeden Fall schon mal schön aus. Also trennt sehr, sehr hübsch und sieht halt mega aus. Und jetzt geben wir diese mal oben auf. Die hat auch ein Silikonbürstchen, also so ein Gummibürstchen. Sieht so aus. Ich finde sehr ähnlich zu der Essence I Love Extreme Mascara, die pinke. Ja, funktioniert für mich auch sehr gut, greift jede einzelne Wimper. Ich versuche es jetzt auch mal, ohne meine Wimpern vorher noch zu biegen. Eigentlich benutze ich immer eine Wimpernzange, immer. Aber ich habe noch so ein mini bisschen Wimpernwelle drin und es könnte auch so funktionieren. Jetzt, wo es draußen stockeduster wird, ist das Licht hier drin endlich gut. Und ihr könnt alles auch so erkennen, wie ich es jetzt sehen kann. Ich kann auch sehen, dass meine Wimpern nicht schwarz, sondern dunkelblau sind. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera das schafft einzufangen. Bin sehr begeistert, aber ich mag halt die Formulierung von der Mascara eh total gerne. Also falls ihr die noch nicht kennt, von Reval Loves Me Unbeatable, die originale ist in einer orangenen Verpackung. Orange-pink im Verlauf, meine ich. Und diese ist halt blau, kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, ich hatte die schon mal so für einen Farbakzent in einem Video benutzt, aber jetzt ist nochmal ganz auf den Wimpern zu sehen, ist auf jeden Fall richtig cool. Diese hier, wie gesagt, werde ich auch testen. Ich lege die mir auch direkt mal hier rein, damit ich weiß, dass ich die weiter benutzen möchte, um nochmal zu schauen, wie es oben funktioniert am Wimpernkranz. Die Palette muss ich natürlich noch viel mehr testen und dieser ganz feine Glitzer, der hier vorne drauf ist, so schimmern halt auch wirklich diese Schimmerfarben. Vor allem diese drei hier hinten mit dem Türkisblau und Lila. Und ich muss natürlich auch nochmal einen richtig blauen Look damit schminken. Mir haben jetzt aber auch so diese natürlicheren Töne zusammen damit gefallen. Und auch das mit dem Gold und dem Blau finde ich schön. Da, wo sich das dann ja in der Mitte trifft, bekommt es ja noch so einen leichten Grünstich, Farbenlehre und so. Ja, und der ganze Look so gefällt mir schon mal ziemlich gut. Huch, ich habe was umgeworfen. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Oh, meine Hände glitzern auch überall. Ich habe gerade meine Hände gewaschen und trotzdem glitzert irgendwie alles noch. Von Catrice habe ich hier einen Lippenstift. Und zwar die 10 der Shine Bombs habe ich, glaube ich, aus dem Adventskalender. Bin gespannt. Das scheint ein sehr, sehr helles
Hat der einen Schimmer? Hä, der sieht einfach ganz normal aus, so wie diese anderen, die so satiniert sind. Wieso sehe ich denn aus, als hätte ich jetzt so einen Pearly Lipstick aufgetragen? Irgendwie nicht, ne? Das fühlt sich auch ganz schmierig auf den Lippen an. Nee, der bleibt nicht bei mir. Auf den letzten Metern wird wohl doch noch was aussortiert. Es sei denn, es überzeugt mich vielleicht jetzt in Kombination hiermit. Denn ich habe einen weiteren der Nabla Shine Theory Lip Glosser jetzt hier. Wie heißt denn die? Toxic Love habe ich beim letzten Mal mit euch getestet oder euch vorgestellt oder so. Also der andere ist schon länger in meiner Sammlung. Und das ist jetzt hier die Farbe Champagne Supernova. Und die Nabla Lipglosse sind die schönsten Lipglosse überhaupt. Schaut euch bitte dieses Funkeln an. Dieser Deckel. Alles an diesem Lipgloss ist wunderschön. Auch sehr, sehr schwer und ich mag die. Jetzt bin ich gespannt, wie diese Farbe aussehen wird. Die Sache ist halt, die Base ist jetzt nicht optimal, ne? Vielleicht nehme ich das einmal ab. Aber die Sache ist, ich finde, am schönsten sehen die halt aus, wenn man so eine Nude-Farbe drunter trägt mit Lip Liner oder Lippenstift. Aber dann soll es wohl heute so sein, weil meine eigenen Lippen sind halt so pink, dass es immer alles verfälscht, wisst ihr? Diese Lipglosse sind so schön. Ich liebe diesen Schimmer. Ich finde, das ist ganz, ganz besonderer Schimmer und ich neige immer dazu, zu viel drauf zu geben bei denen, weil die einfach so unfassbar schön funkeln. Und die sind auch ganz leicht auf den Lippen. Fühlt sich halt an wie Lipgloss, also das muss man dann schon mögen. Aber super leicht und ich finde, dieser Schimmer ist einfach was ganz Besonderes. Also die Nabla Lipglosse, falls ihr euch dafür interessiert, gibt es zum Beispiel auch bei Purish oder halt auch bei Cosmetic for Less, wo ihr lieber bestellen möchtet. Oh Wunder, oh Wunder, heute mal keine Lashes. Aber ich wollte es wirklich ein bisschen simpel halten heute. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Ihr hattet Spaß mit diesem Video. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!